Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete, lassen Sie mich zunächst einmal Dank sagen. Einige haben das schon getan, aber das kann man nicht oft genug tun, für die Haushaltsberatungen an alle Mitglieder des Finanzausschusses, an das Sekretariat, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktionen. Und erlauben Sie mir das bitte auch als zuständiger Minister an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Finanzministerium natürlich auch. Ich möchte noch ein paar Punkte aufgreifen aus der Generaldebatte, die mir wichtig sind. Erstens, dieser Haushalt, den wir vorgelegt haben, ist kein Wahlkampfhaushalt. Und meine Damen und Herren von der AfD, wir reden heute auch über die mittelfristige Finanzplanung. Und Sie sehen, dass die Investitionen sich fortsetzen, dass wir längerfristig denken. Und das ist vernünftige Politik für die Zukunft in Mecklenburg-Vorpommern. Zweitens, wir machen eine expansive Haushaltspolitik mit Investitionen. Ja, wir nutzen die bessere Ausstattung aus dem Bund-Länder-Finanzausgleich. Wir nutzen die Spielräume, weil, meine Damen und Herren, Sparen allein kein Selbstzweck ist. Wir haben in den vergangenen Jahren sehr konsequent gespart, um uns das leisten zu können, was wir heute tun mit dem Haushalt. Und gleichzeitig, meine Damen und Herren, sind wir solide mit einer schwarzen Null und ausreichenden Rücklagen. Dazu werde ich gleich noch was sagen. Drittens, meine Damen und Herren, das Land Mecklenburg-Vorpommern steht dafür, dass wir seit 2006 keine neuen Schulden machen. Und das ist republikweit das Markenzeichen für dieses Bundesland und für diesen Landtag. Und man muss der Fairness halber darauf hinweisen, dass diese erste Marke 2006 keine neuen Schulden natürlich schon bei Rot-Rot angelegt war. Und das gehört zur Historie dazu. Ich war auch dabei, kann das bestätigen. Und insofern lohnt es auch nicht die Auseinandersetzung, die es hier vorhin gegeben hat, nach meiner Meinung. Es ist uns ja vorgeworfen worden, dass wir Rücklagen einfach so auflösen würden. Das ist nicht der Fall. Wozu macht man Rücklagen, meine Damen und Herren? Man bildet Rücklagen, weil man sich vorgenommen hat, in der Zukunft bestimmte Aufgaben zu erledigen, damit zu finanzieren. Und natürlich sind politische Versprechen der Vergangenheit, die jetzt eingelöst werden, ganz materiell über den Haushalt, über die Elternbeitragsfreiheit. Bei der Kita haben wir schon gesprochen. Übrigens, weil ihr immer von den armen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern von einer rechten Seite gesprochen wird. Das ist die größte Nettolohnerhöhung seit langem, die wir in Mecklenburg-Vorpommern haben, für Eltern mit Kindern. Wir reden über innere Sicherheit, wir reden über Breitband, wir reden über die Kommunen, über Feuerwehr, Bildung und, meine Damen und Herren, das sind die Investitionen in die Zukunft des Landes. Gleichzeitig haben wir eine Konjunkturausgleichsrücklage gebildet, aufgefüllt auf 500 Millionen Euro mit der Regelung der Schuldenbremse. Die erste Sicherheitsmarsch, die wir für den Haushalt haben. Und, meine Damen und Herren, ich habe auch schon bei der Einbringungsrede gesagt, ja, mit diesem Haushalt und in der mittelfristigen Finanzplanung gibt es Herausforderungen. Und wir wollen die Ausgleichsrücklage auch dauerhaft wieder auf 500 Millionen Euro bringen, damit wir zusammengenommen alleine Konjunkturausgleichsrücklage, Ausgleichsrücklage, 1 Milliarde Euro haben zur Sicherheit. Und meine Damen und Herren, bei einem Haushaltsvolumen von 9 Milliarden Euro ist das ausreichend Sicherheit, vernünftige Politik für Mecklenburg-Vorpommern zu machen. Wir bleiben dem Kurs solider Finanzen also nach wie vor treu. Wir investieren aber gleichzeitig in die Zukunft des Landes. Und meine Damen und Herren, wir setzen auf Investitionen, die so hoch sind wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und das ist volle Absicht. Denn wir wollen dieses Land attraktiv halten und machen. Und meine Damen und Herren, natürlich gibt es Diskussionen darüber, was kann die Konjunktur in den nächsten Jahren ausrichten. Aber auch dafür brauchen wir gerade Investitionen in dieser Zeit, um auch Zeichen zu setzen nach außen, weil wir viel zu tun haben, Mecklenburg-Vorpommern weiter besser zu machen. In beiden Jahren zusammen, 20 und 21, werden wir über 3 Milliarden Euro an Investitionen freisetzen. Wie gesagt, so viel wie seit Jahrzehnten nicht mehr.
Aber es reicht nicht, meine Damen und Herren, und deswegen an der Stelle einen Appell an diejenigen, die es umsetzen müssen. Es reicht nicht, als Landesregierung, als Landtag einen solchen Haushalt zu machen, solche Investitionen vorzusehen. Wir brauchen auch diejenigen, die mitmachen, die das umsetzen, insbesondere in der Bauwirtschaft. Und ich habe viele Gespräche geführt, auch mit der Bauwirtschaft, und stelle fest, wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen mehr fordern. Wir legen jetzt einen Haushalt vor, wir legen eine mittelfristige Finanzplanung vor, die ein klares Zeichen sind an die Bauwirtschaft im Land, zu sagen, baut Kapazitäten auf, es wird genug Aufträge geben, von den Kommunen bis zum Land, und wir schaffen das nur gemeinsam an dieser Stelle. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch mal zwei Themen herausgreifen, die ja ganz wichtig sind, auch weiterhin für die Zukunft des Landes. Das Thema Bildung. Ich muss mich manchmal schon wundern, ob hier im Raum oder außerhalb dieses Raumes bei gesellschaftlichen Gruppen, wenn die Landesregierung sagt, wir nehmen 4 × 50 Millionen Euro für die nächsten 4 Jahre, nicht nur 2, 4, und damit insgesamt 200 Millionen Euro, 200 Millionen Euro für Bildung, dass dann manche der Auffassung sind, 200 Millionen Euro sei nichts. Und ich glaube, da müssen wir unsere eigenen Verhaltensweisen auch mal überprüfen. Das ist eine massive Investition in Bildung für Mecklenburg-Vorpommern. Und im Übrigen, Frau Rösler, das war eine Pressekonferenz mit Frau Hesse, der ehemaligen Bildungsministerin, wo Frau Oldenburg gesagt hat, 80 Inklusionsstellen, da ging es um den Inklusionsfrieden. Da die Ministerin daneben saß und das weder bestätigt noch dementiert hat, kann man jetzt zwar behaupten, das wäre ein Versprechen gewesen der Ministerin, das war nicht so. Aber mit dem Schulpaket hat natürlich diese Bildungsministerin in der Kontinuität des Handelns des Bildungsministeriums vor, entsprechende Stellen für Inklusion zu schaffen. Also insofern ist das Thema auch da in guten Händen. Ich hatte jetzt für Herrn Kokert und Herrn Krüger noch mal die exakten Zahlen für die Kommunen rausgesucht, aber ich glaube, das können wir dann im Nachhinein machen oder vielleicht fürs Protokoll. 1,469,4 Milliarden Euro in 2020 und 1,488,1 Milliarden Euro in 2021. Für die Kommunen, damit auch jetzt im Protokoll steht, was man demnächst für irgendwelche Postillen dann, ob CDU oder SPD oder wer auch immer gerne, dann benutzen darf, meine Damen und Herren. Entscheidend ist eine andere Geschichte. Wir haben insbesondere mit dem neuen FAG und durch den Haushalt abgebildet eine Infrastrukturpauschale vorgesehen. Und das, Frau Rösler, das bringt mich zu dem Thema Entscheidungen vor Ort. Das setzt die Kommunen in die Lage, vor Ort zu entscheiden und vor Ort auch zu entscheiden, welche Investitionen in Infrastruktur am wichtigsten sind. Und das ist eine Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung. Und meine Damen und Herren, es ist ja vieles gesagt worden über eine Diskussion auf Bundesebene, die zurzeit stattfindet. Sie finden Ökonomen, die Ihnen das eine sagen. Sie finden Ökonomen, die Ihnen das andere sagen. Das heißt, debattiert wird über die schwarze Null, debattiert wird über die Schuldenbremse. Mein Fazit ist, schwarze Null oder investieren ist die falsche Diskussion. In Mecklenburg-Vorpommern schaffen wir beides, Rekordinvestitionen und einen ausgeglichenen Haushalt. Und das ist etwas ganz Besonderes. Und deswegen, meine Damen und Herren, meine Zahl des Tages ist eindeutig die schwarze Null. Und dabei wird es bleiben. Vielen Dank.